Und weiter geht's in Black Ops 2. Ich habe jetzt eine kleine Pause eingelegt, also ich weiß, es ist kurz. Ich wo ich war. Naja. Beim Teilegraben und Gegenmodus. Ich glaube, hier unten ist Host Only. Ja. Gut. Gut. Okay, dann machen wir das so. Dann hole ich jetzt die letzten Teile. Also. Die haben nicht kombiniert. Okay, dann würde ich sagen, ich pfeife drauf und wir holen uns das Teil. Also im Normalfall, im Normalfall. Ups. Also noch im Normalfall machst du das hier. Nicht im Fly Mode, sondern mit dem Tanker. Okay. Ja, das Sound ist ja mega kacke. Ich habe eine Pause gemacht. Was ist denn da passiert? Einen Augenblick, bitte. So. Also, das nächste Teil ist was muss buddeln hier ein. Nein. Okay. Ist es hier? Ja. So. Ich habe einmal den Fehler gemacht, Digga, dass ich Restart Map gemacht habe und wir waren schon fast durch. Das haben die Scheiße gemacht hier mit dem Fly Mode und Restart Map. Das hätten die oben Restart Map machen müssen oder ganz unten oder so. So, damit hätten wir den Stab, den Stab. Wo befindet sich nochmal das letzte Teil? Ich weiß es gerade nicht mehr. Also hier war der zwei, also da ist der erste, dann fährt er ja außen rum und holst ihn da, dann fährst du eigentlich außen rum weiter. Dann fährst du hier. Alter. Kurz und knapp, ich hab's gerade vergessen. Das ist ja mal wieder schön. Naja, das. Ah, ja, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Warte mal. Oder Tier? Nee. Ich muss auf der Linie noch gewesen sein. Sekunde mal. Hä? Wo? Ach so, warte mal. Wo befindet sich die Mitte nochmal? Hier. Hab's kurz vergessen. Nimmt es mir nicht übel. Schau mal, das ist so hell, Digga, dass da leuchtet. So, damit hätten wir jetzt quasi die ersten Sachen. Jetzt fehlt uns nur noch der letzte Teil.
Das können wir im Grunde machen, indem wir jetzt die Stäbe upgraden. Also. Wie funktionieren die Stäbe Upgrade? Wie folgt. Die passieren so. Wir müssen jetzt in den Lost Place. Den Lost Place bedeutet, ich darf mich da auch nicht reinporten. Ich kann mich da reinporten, ja. Das ist aber das Dümmste, was ich tun kann, leider. Weil wenn er nicht aktiviert ist, der Lost Place, das heißt, wenn das Saxophon da nicht steht und ich da rein mich porte, dann sterbe ich. Sofort. Ja, also, wir gehen... Ich würde sagen, wir machen... Wir machen Wind zuerst. Das bedeutet, dann müssen wir jetzt quasi hier durch, dort durch, hier durch, da durch, hier durch, dort durch. Bin falsch gelaufen, bra. Dort durch, hier durch, da durch, hier durch und hier. Ist es Wind? Wind. So. Dann tut ihr das Saxophon hier platzieren. Geh doch weg. Ich weiß bis heute nicht, wer Agatha ist, aber okay. So, dann tut ihr den Stein quasi hier reinlegen. Jetzt müsst ihr Seelen töten. So, die fliegen dann jetzt so rein. War das so? Irgendwas habe ich da verkackt, doch. Warte mal, zuerst den Stein reinlegen und dann? Ja. Ach. Ich habe noch einen Schritt vorher vergessen. Also ihr müsst zuerst die Steine rausholen. Wir schließen das natürlich wieder hier. Ich porte mich schnell. Wir müssen ins Packerpench. Da müssen wir runter. Wieder runter. Nochmal runter. Wieder runter. Hier hingehen. Und den Stab erstmal zusammen. So, damit hätten wir quasi den ersten Stab-Upgrade. Aber ich glaube, ich muss erstmal alle Stäbe in die Köpfe reinmachen, bevor ich das Upgrade starten kann. Ja, da war der Haken. Okay, dann machen wir das schnell. So, dann gehen wir jetzt zum Roten, weil Rot kann ich ja machen. Rot befindet sich ganz vorne. Also quasi. Ach, scheiße, Verlauf. Ganz vorne. Wieso komme ich immer zum Longman's Land zurück? Da. Zat. So, sind wir quasi ganz vorne. Zurück, zurück. Ah, warte, ich kann nicht graben. Geld. Das letzte Teil. Wunderbar, sehr schön. Okay, so, jetzt pass auf. Jetzt gehen wir hier durch, dann gehen wir hier durch. Und siehst du, das hier, das kann ich eigentlich auch öffnen. So, pass auf. Jetzt gehst du hier durch und dann... Ich laufe immer instinktiv weg, wisst ihr, weil ich spiele es auch ohne God-Mode und allem. Und um ehrlich zu sein, also ohne ich spiele es mit jemandem zusammen, hat so ein Kick, der, das hat so ein Kick, der Person immer zu spielen. Unglaublich, dieser Kick. Boah. Ja, das ist immer so, boah, das ist so geil, Digga, und welche Anspannung. Oi.
Wir sind einmal in Town bis Runde 20 gekommen, zu zweit bis 20, ohne Mod-Mini. Bruder, aber irgendwann wirken die Waffen nicht mehr. Schade eigentlich, aber es hat sowas zu machen. Ich porte mich jetzt, aber ich habe da keine Lust mehr. Origins. Fuck up. Ich darf es nicht verklicken. Deswegen sollte ich mir mehr Zeit lassen, wenn ich mich porte oder so. So, damit bauen wir den zweiten auf. So, ich kann immer nur einen Stab tragen und der Stab tauscht dann eine gegen meine Waffen. So, jetzt porten wir uns zu 5. Ihr werdet sehen, aber ich werde aber keinen Erfolg bekommen. Ich werde keinen Erfolg bekommen, weil ich das hier auf dem Konto schon gemacht habe. Ja klar, ich hätte ein neues machen können, aber für was? Unnötig. Einfach unnötig und unbrauchbar eigentlich. Und ja, so geht's auch. So. Das ist der schwierigste Teil später. So, einfach rein, holen und zurück und aufbauen. Hier müssen wir nachher diese Teile anschießen. So, holen. Teleport, Origin. Fuck up, Patch. Fuck up, Patch. Sekunde. So, und so, den Blitzstab. So, nee, den blauen noch. Ach, fehlt doch noch ein weiß-blauer Teil. Ich dachte, ich habe alle drei. Schade. Okay, dann muss ich mich nach vorne nochmal porten. Das ist Station 1 am besten. Das Zombie-Blut müssen wir uns bis zum Ende aufbewahren. So, das war vorhin die Tür, die ich hier geöffnet habe. Ah, damit würden wir eigentlich alle Teile durch, bis auf das Weiße, bis auf das Blaue. Warte mal, vielleicht kann ich hier noch was graben? Nee. Ja. Nö. Vielleicht hier auf dem Feld. Jetzt gucken nicht, dass er mich dann. Okay. Gibt es leider nichts zum Graben. Dann schauen wir nochmal bei No Man's Land. Jetzt muss ich wieder ein Level durchdrücken, wisst ihr? Und das will ich vermeiden. Nicht zu sein. So. Okay. Aber die sehen, wie aggressiv die sind, Digga. Als ob ich nur einen blauen hab. Jetzt darf ich wieder mindestens 2 Runden warten, bis der nächste blaue dann zum Graben ist.
Warte mal, da kann ich es schaffen, zu springen. Ja, super. Ja, das ist nicht so gut gewesen. Schade, hätte mich schon gefreut, wenn es ein Teil gewesen wäre, um ehrlich zu sein. Ich suche noch ein bisschen, aber... Ich heb da gerade wenig Hoffnung, leider. Sonders? 4 Minuten haben wir schon in der Folge. 15. Okay. Nee, da kam eine Sache noch zum Drucken, zum Ausgraben, zu drucken. Sehr scheiße. Wisst ihr, wo wir gehen? Wir teleportieren uns zum zweiten. Warum zum zweiten? Weil du kannst genau hier an die Stelle drüber gehen. Hier, da. Ah. Oh. Das war jetzt nicht so geplant, um ehrlich zu sein. Ah, dann kann ich so durch. Komm schon, lass mich durch. Lass mich durch. Hier fährt nämlich eigentlich. Also eigentlich fängt hier nämlich der Tankstation. Das heißt, hier kühlt er eigentlich ab. Quasi. Ja. Ah, der Gau. Ah. Scheiße. Komm, lass mich noch eingraben irgendwo und auch dieses Teil. Es kann sein, dass dieses Teil das letzte Teil ist. Und ich grab's noch raus. In der Runde. Das ist doch scheiße. Das ist shit, echt. Aber ich glaube nicht, dass wir das finden werden. Digga, der Controller vibriert und vibriert. Okay, dann müssen wir das leider so machen. Dann müssen wir das leider, also dann müssen wir leider anfangen. Also ich glaube, ich muss zuerst alle Stöcke in die Dings, also entweder muss ich es erst upgraden und dann die Stöcke rein, was ich jetzt nicht auswendig weiß. Wir können es aber versuchen, weil wir müssen das eh versuchen. Okay, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, stopp an mir. Den roten. Ich will aber nicht den roten, ich will den... Schade eigentlich, dass ich den blauen nicht zuerst gekriegt habe. Das wäre jetzt quasi der Windstab. Okay, dann versuchen wir mal, ob ich das upgraden kann. Also bei dem Windstab geht's so. Warte mal. Hier, oder? Warte. Warte, vier nicht. Warte, hier. Ist das Wind? Ja, es ist Wind. So, pass auf, wir gehen genau hier rein. Ich bin mir jetzt nämlich nicht sicher, ob du das gleichzeitig upgraden kannst oder nicht kannst. Warte. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob du die erst reinstecken musst und dann upgraden musst. Oder ich weiß es nicht mehr. Genau, warte mal. Na, ah, okay. Warte. Okay. Ganz kleinen Augenblick.
So, warte mal ganz kurz. Ganz kleinen Augenblick. Also. Ah, ja, hier. Gibt's nur vier Dinge, oder was? Warte. So, ja, das passt. Da müssten zwei Elts sein. Was ist das? Ein Augenblick, ganz kleiner Augenblick, ja? Ganz kleiner Augenblick, ganz kleiner Augenblick. Also, ich weiß es jetzt. Wieder, also, das ist richtig. Das ist richtig. Das und jetzt ein Strich. Ah, gut. So. So, jetzt habe ich das quasi da vorne aktiviert. Jetzt müsst ihr rausgehen. Und danach wird es richtig Leben kosten und Level kosten. Okay. So, jetzt pass auf. Also, hier sind so Walzen. Leider kriege ich die nicht immer und ich hoffe, dass ich die kriege. Nicht gefickt. Also, seht ihr diese Walzen hier? Die müsst ihr anschießen. Damit ändert ihr das Feuer. Das Feuer muss aber in die Mitte immer leuchten, okay? So. Ein weiterer befindet sich hier. Ach, Digga. Wenn ich gleich was zum Graben finde, dann sehe ich das. Dann so, seht ihr diese Dinger, die da brennen? Die sehen ja auch schon so aus. Die leuchten da auch schon so. Das will ich nicht. Was? Okay. Muss echt aufpassen, Digga. So, warte. Klasse, habe ich auch in die Mitte geschossen. So, jetzt befindet sich noch eins neben einem Wagen. Warte mal. Warte mal. Nee, das war nicht der. Das muss der weiter vorne sein, da. Seht ihr den, der ist der schwerste. Ich weiß jetzt leider nicht, ob es geklappt hat. Schießt er in die Mitte? Nein. Hat funktioniert. Oh, hat funktioniert. So, jetzt seht ihr hier in der Mitte von Packer Punch. Da befinden sich so Teile, so Hebel. Hier. Und die müssen jetzt alle auf gelb gestellt werden. Richtig, ja. So, warte mal. Ist es der untere dann auch? Warte. Nee. Unten befindet sich noch einer. Hier muss ich noch den ganz unteren, also. Mit dem, nee, mit dem nicht, mit dem nicht. Das ist. Ja, warte mal.
Ach, scheiße. Ach, verpisst euch doch. Digga, das Viereck funktioniert nicht mehr richtig. Ich glaube, das ist schon zu viel für die Konsole mittlerweile. Naja, der war's nicht, ne? Nee. Wo war denn der jetzt, Digga? Hier hin? Das da? Ja. So. Seht ihr jetzt diese gelbe Muschel hier? Oder eigentlich ist eine Kugel keine Muschel. So. Jetzt habe ich quasi das Ding aktiviert, damit ich es upgraden kann. Jetzt werden mich gleich... Jetzt wird mich gleich die nächste Level, also die nächsten zwei Level, also auf jeden Fall zwei Level... werden's drin sein. Also meistens sind da zwei Level dann drin. Ich kann dem Feind in diesem Schlamm nicht entkommen. Wahrscheinlich ist nur noch ein Wichser da. Das ist natürlich schade. Okay, aber wie ich es jetzt upgraden werde, das seht ihr dann einfach im nächsten Teil. Hier ist nämlich Wind. So, dadurch. So, jetzt kommt der Stab rein. Und dann geht das Upgrade los. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Teil. Bis dann, ciao.